Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time a Potty. Wir gehen mit Emily jetzt einfach mal ganz kurz in die Tafelrunde, weil sie wollte ja unbedingt was essen. Wir kochen ja nie bei uns und ich lade sie auch nicht zu meinen Festen ein. Samstag ist auch das nächste Fest, also übermorgen. Bin ich schon gespannt. Also ich muss ein bisschen Essen hinstellen, aber passt schon. So, über Lieblingsessen reden. Ich versuche mich halbwegs gesund zu ernähren, deswegen esse ich viel Gemüse. Ich habe noch nie gern Fisch gegessen, egal welchen, ja ich auch nicht. Ich bin aber auch Vegetarierin, deswegen, Wie ist das Leben auf den Hof? So, Alter, die wohnt nicht mal auf dem Hof, sondern die wohnt bei mir. Ich kann dir helfen. Gut, da ich sonst keine Punkte mehr habe, bestellen wir jetzt. Ich lade dich an, was hättest du gerne? Ich komme auf der, nicht dass ein Party eine große Aushätte, aber normalerweise nehme ich ein buntes Eis, eine Schwarzwälder Kirschtorte. Boah, eine Schwarzwälder Kirschtorte wäre geil. Gedämpfte Pilze, ja. Emily hat irgendwie mehr so meinen Geschmack, habe ich so das Gefühl. Außer die gerösteten Füße von Tieren. Das ist nicht so schön, buntes Eis, Schwarzwälder Kirschtorte. Gedämpfte Pilze. Geröstete Warzenschweinfüße. Und ein Fruchtmix Sessa 88. Ja. Ist alles bestellt, wonach mir das entstand. Danke. 90 Punkte mit dir, geil. Was mache ich jetzt? Umgehen. Was willst du noch machen? Ah, oh, das war cool. Vielleicht für die Abredung. Wir sehen uns später, okay. Ich würde mich gerne mit dem Buba für morgen verabreden, weil die noch so ein paar Punkte zum besten Freund fehlen. Und den gleich noch einen Reifen mitbringen, aber ich weiß nicht, wo Buba sich gerade rumtreibt. Ach, der ist gerade auf dem Weg nach Hause. Perfekt. Kaufe ich den jetzt noch schnell. Also mache ich noch schnell einen Reifen und dann gehe ich zum Buba. Morgen steigt er dann auf. So, einmal einen Reifen. Gummireifen, ja. Und der müsste. Von welcher Richtung kommt er? Okay, er wird von unten kommen. Okay, Toadie rennt. Hinter ihnen rennt auch irgendwas. Vielleicht QQ dann Passagier. Ja, es wird ein Passagier sein, so in die Richtung. Jo. Und da sollte jetzt langsam rüberkommen. Ich glaube, der rennt aber auch. Der ist ziemlich schnell unterwegs. Nee, der geht normal, okay. Hallo, Buba. Na, du? Du kriegst von mir einen Reifen. Aufmerksam, geht gerne noch. Müssen wir spielen? Meine Werkstatt. Morgen. Danke. Aber also, wir spielen morgen. Von meiner Werkstatt. Du bist da. Und du wirst da sein. Okay, dann versuchen wir mal, ob wir noch was herstellen können von unseren Reblikten. Ah, cool, mein Schneidteil ist fertig, mein Alleschneider. Ich setze ihn einfach mal nach da. Mach hier eine wunderschöne Pauseplatte. Ab Benzin auf. Ach, natürlich kriegst du zwei verdichtete Energiesteine, ist doch kein Problem. Hier, 4 Tage. Have fun, Bro. Ja. Das wollte ich jetzt noch machen. Ich wollte zu meinem Reliktenteil. Energielampe fertig. Eine Eulenuhr. Nein, ich kann noch nichts anderes herstellen. Schade. Dann packe ich das mal alles weg. Alles sortieren. Okay, dann bringen wir ganz kurz Geschenke. Energielampe. So. Warte mal, in die Mine. Heute ist ja keine Versammlung, nee. Holly, schön, dass du da bist. Für dich habe ich noch eine Lampe. Hier. Einfach, dass du auch irgendwann mal hochstellst. Und dann fahre ich mit dem Töff-Töff nach oben. Versuche nochmal mein Glück in der Mine. Das kann doch nicht sein, dass wir. Ich weiß nicht, wie viele Tage da sind, bisher nur die Energielampe komplett haben. Aber dreimal inzwischen. So, die Mine wird jetzt ausgeräumt. So. F. Wir müssen jetzt was finden, was gut ist. Es sollte abklingen. Nee. Kiste mit Teilen. Eulenuhr. Lampe.
Brillenglas. Nein. Energielampe auch nur. Was ist da unten so der Balancefeder? Nee. Soldatenrezeptor. Nee. Wunderlampe. Hey, hier geht's einfach noch weiter, läuft. So. Was haben wir da hinten? Industrieller Motor, große Eiseneimer. Einfach mal zur Wunderlampe, aber ich habe irgendwie nicht die Hoffnung, hier irgendwas heute zu finden. Ich gehe auch wieder raus. Ganz ehrlich, unsere Ausdauer ist aufgebraucht. Dann gehen wir lieber pennen und machen morgen nochmal eine Runde. Also mit der Zweiermine habe ich überhaupt kein Glück. Überhaupt nicht. Höchstens, wenn jetzt dann der mysteriöse Mann kommt am Samstag, dass wir dann vielleicht so ein paar Random-Teile kaufen. Das wäre möglich. Und dann da praktisch was machen. Aber ich möchte, dass ihr nächstes Mal ein Haus ausbauen eigentlich. Und das könnten wir morgen einfach mal machen, weil ich glaube, alles, wir haben alles jetzt da. Ich wüsste zumindest nicht, was fehlt. So, dann schauen wir mal, ob alles noch läuft bis morgen. Faserstoffe, geil. Dann schauen wir noch, ob ich noch was zu trinken oder so da habe. Jetzt würde ich den noch auf den Tisch knallen. Ich bräuchte noch zwei Sachen aus meiner Box. Essen. Einmal das und einmal das, dann ist weg. So, nein, ich möchte organisieren. Bitte organisieren. So, ich hätte gerne das hier einmal. 23 Mal davon noch und hier einmal ein Pizzastick. Ich denke, die kommen damit klar, wenn ich ihnen das hinstelle. Ich gehe ja dann eh wieder und die Party läuft ja dann einfach ohne mich. Ist ja eh nie ein Problem gewesen. So, alles sortieren. Ja. Okay, da haben wir wieder einen Teil von Soldat, Relikte. Relikte, schauen wir auch mal, ob da ein Platz ist. So. Schauen wir mal, wie viel jetzt eigentlich noch fehlt. Ich weiß nicht, ist die Eulenuhr fertig? Nee, noch eine Stunde. Okay, gut, dann schauen wir mal, ob alles andere noch läuft. 3 Tage, du läufst auch noch 4 Tage. Nichts. 17 Stunden. Nein. So, 18 Stück. Ja. Wir haben jetzt zwar selber Bronzeplatten, aber trotzdem. Du läufst noch 2 Stunden. Brauchen wir noch Holzkohle? Ja, komm, ein bisschen was geht noch. Wir brauchen die immer für die Carbonstahlbahn. Du läufst noch einen Tag. Du läufst nur noch 18 Stunden. Gut, das können wir ändern. Ja, komm, klar, das können wir noch ein bisschen produzieren. Kommt das Sand auch weg. Okay, wir haben kein abgenutztes Fell mehr, das heißt, wir müssen demnächst mal zur Ziviltruppe. Wir könnten ein bisschen wasserdichten Stoff rein theoretisch herstellen. Soll ich hier mal Leinen an Fäden? Komm, wir machen mal Fäden. Und dann beantragen wir mal kurz abgenutztes Fell. Ich hoffe, die haben bis 22 Uhr das offen. Weiß ich nämlich nicht, wie lange die Ziviltruppe jeden Tag so geöffnet hat. Ansonsten wäre ich eh schon durch mit meiner Runde. Einmal nach hier unten. Hi. Okay, wir kommen rein, passt. Brauch ein bisschen abgenutztes Fell. Sammlung, abgenutztes Fell hier. Ich hätte gern 200.
Ja, Dauer 6 Tage aushängen. Ja. So, ausgehängt 3 Mal unerledigt. 1200 hat mich das Ganze gekostet, der Spaß. Können wir jetzt heimfahren? Können wir jetzt endlich uns in unser Bettchen legen zu Emily? So, einmal nach Hause. Portia, Haltestelle. Einmal hin da. Und nach Holz muss ich noch schnell schauen. Und du läufst auch noch 2 Tage. Kann ich dich schon vollladen? Ja. So maximal eins. So, nur noch 12 Stunden für Buntholzbretter. Wie viel hätten wir dann? Okay, wir haben über 100. Ja, mach einfach mal Eisenholz ziehen. Ja. Hier. So, du machst auch. Ne, du machst Holzbrett. Okay, brauchen wir denn noch welche? 125? Nein. Ja, machst doch Hartholz zielen. Ja. Mach. Wie viel brauchst du noch? Fertigung abgeschlossen. Ein Soldat mit Axt. Also für die Göttinstatue brauche ich noch Teil 5. Für die. Was ist denn? Jägerfrauenstatue noch Teil 3. Teil 4 haben wir heute gefunden. Leistungscenter-Modul bei noch Teil 1. Schön. So, du wirst hergestellt, ja. Und dann sortiere ich schnell alles weg. Und gehe schlafen. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war's dann für die heutige Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei My Time at Portia. Bis dahin, tschüss.